Kistenschieber. So, moin, Kistenschieber wieder hier mit den Spielen, die mich geprägt haben auf der PlayStation 1, womit es losging. Das ist jetzt der vierte oder fünfte Versuch. Ich hoffe, dass die Kamera gleich nicht wieder abschaltet. Aber schauen wir mal. So, schauen wir, was steht da? Okay. Nein. So, auf jeden Fall ging es los mit der Tomb Raider-Reihe. Damit ging es los. Hatte ich damals bei der Bundeswehr kennengelernt. Das erste Mal. Und zwar bei der Kasernenwache. Da hat einer PlayStation 1 mitgebracht. Ich kannte die noch nicht. Die Konsole mochte ich aber nicht, was sie so gesehen hatte. Also leicht noch nicht gesehen damals. Da haben wir mit meiner Schwester und ihrem damaligen Freund, späteren Mann und Ex-Mann gespielt. Genauso wie den zweiten Teil, den dritten und auch den vierten. Den habe ich durchgespielt. Hier habe ich sogar noch eine Karte gemacht, weil ich wusste, wie weit ich da komme. Also, was ich da machen muss, das hatte ich dann mir dann aufgemalt. Ja. So, dann geht's weiter. Tomb Raider, die Chroniken habe ich bis heute leider nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, wie weit ich da gekommen bin. Muss ich nochmal gucken. So, dann geht's weiter. Ich schaue nochmal eben, was steht da? Okay. Ja, ist eine andere Kamera heute. Dann Tekken 2. Hatte ich damals auch gespielt. Das ist jetzt die Videothekenversion. Die hatte ich damals aufgekauft von Videopool. Hat er dann ein bisschen zerknickt. Das Spiel ein bisschen zerkratzt, aber es funktioniert. Auf jeden Fall hatte meine Schwester dann Tekken 3 als NTSC-Version, US-Version. Haben ich und sie und ihrem Freund, Mann, gesuchtet ohne Ende mit deren Freunden noch. Wer verloren hat, muss den Controller abgeben. Man kennt's. Dann geht's weiter, das hatte ich dann mit meiner Schwester zusammengespielt. Theme Park World und Theme Hospital. Coole Games gewesen. Gut, Rollercoaster Tycoon und PC fand ich besser. Gut, das hier ging dann ja lustig sein. Oder so, ne? Ja, genauso wie SimCity. Auch ein geniales Spiel, da ist sogar die Konsole über Nacht angelassen. Ist auch das Original noch, was ich habe. Die Hülle ist leider kaputt. Aber die Anleitung ist hier sehr dick. Fand ich auch immer cool. Ja. Jo, war schon cool. Also wie gesagt, das Spiel hatte ich angelassen, um mehr Burger zu kriegen. Manchmal ging es schief, wenn eine Naturkatastrophe kam. Dann geht's weiter mit Gran Turismo 2. Stellvertretend hier, ne? Weil erste Teil hatte ich auch gehabt. Hier sind zwei Discs drin. Arcade-Mode und wie heißt das hier? GT-Mode. Was mich an dem Spiel bis heute stört, dass man, wenn man gegen andere Menschen spielt, keine Gegner, also keine Computergegner auf der Strecke hat. Aber sonst grafisch und so fand ich das schon mega geil damals. Ne? Auch PS2 vor allen Dingen, GT Gran Turismo 4. Das habe ich ohne Ende gezockt. Also das war richtig cool. Dann noch ein Spiel, Swing. Weiß nicht, ob man das kennt. Gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen vom Cover her. Ich weiß nicht, ob ihr Küchenwaage so kennt, die altmodischen. So ist das hier auch. Man hat sozusagen Billardkugeln oder andere Gegenstände, wie Tetris, nur anders halt. Mal gucken, ob man das hier noch sehen kann irgendwo. Irgendwo hatte ich das hier mal gesehen. Mal schauen, Kamera. Ich glaube, da unten kann man das leicht erkennen. Also so wie gut und böse und dazwischen halt die Anzeige, wie viel das wiegt. Na? Dann so eine bestimmte Summe bei den Billardkugeln. Dann verschwinden die meisten, also von der gleichen Farbe dann. Na, was sehe ich? 5 grüne. Kommt noch eine 6. drauf, verschwinden die. Sozusagen in der Art war das. Ne? Auf jeden Fall ein geiles Game. Eines der unterschätztesten. Aber ein cooles Game. Also gibt es nicht nur Billardkugeln, auch so andere Sachen. Diamanten und hast nicht gesehen. So, was ich auch leider noch nie durchgespielt habe, ist Galarians. Auch ein sehr gutes Game.
Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht mit der Aufnahme. Oh, meine Fresse. So, dann geht's weiter mit Galarians. Auch ein tolles Game, hier die Rückseite. Weiß nicht, warum die Kamera sich da immer abschaltet. Vielleicht muss ich irgendwas anderes einstellen. Also, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall, da habe ich das leider bis heute nicht durchgespielt. Es sind 4 CDs. Ne, 3. Eines so, der unterschätzten Games. 89% Bewertung. Dann geht's weiter mit Dino Crisis. Ersten Teil und zweiten Teil habe ich damals auch durchgespielt, soweit ich mich dran erinnere. Das hatte ich hier vom Retro-Jojo nochmal gekriegt. Fehlt leider die Anleitung. Meins habe ich damals verkauft. Geiles Game gewesen. Auch von Capcom, genauso wie Resident Evil 1. Den zweiten Teil habe ich auch durchgespielt, genauso wie diesen Teil. Den zweiten als US-Version, auch wenn ich kein Englisch richtig kann, aber ich habe es geschafft durchzuspielen. Mit beiden Charakteren. Und dann über die Stereoanlage, war mega geil. Das ist noch von meiner Schwester die Version, da fehlt leider die Anleitung. Dann ein Spiel, das hatte ich aus der Videothek. Ich glaube, den ersten Teil war das. Von meiner Schwester. US-Version Parasite Eve 2. Das ist jetzt die Version hier von Maren Kanix. Auf Instagram, früher auch YouTube. Oder? Doch, glaub schon. Hier fehlt leider die Anleitung. Aber auch mega geil. Kann ich euch auch nur empfehlen von Squaresoft. Ich hoffe, dass da nochmal eine Version rauskommt für PS5. Dann stirb langsam Die Hard. Habe ich auch durchgedaddelt. Alle Versionen, die hier drauf sind, die Trilogie. Kann ich auch nur empfehlen. Hier auch eine fette Anleitung noch. Cooles Game. Filme sind nicht schlecht. Na, wie die Fensterscheiben zerspringen und so, fand ich mega geil. Dann ein Spiel, was ich auch ohne Ende gesuchtet habe. FIFA 98, die WM-Qualifikation. Hier kann man noch auch Hallenfußball spielen, aber leider kein Turnier, nur Einzelspiele. Aber man kann ja noch den Torwart den Ball abnehmen, das fand ich auch immer geil. Und man kann die Vereine auch ändern. Alle Vereine der Bundesliga oder anderen Ligen, die dabei sind. Und man kann ihnen auch ganz viel Geld geben. Das habe ich auch geliebt, das Spiel. Spiele sogar ab und zu mal noch. Dann Riven, the sequel to Myst. Das habe ich auch mit meiner Schwester noch gespielt. Ne? Das habe ich sogar, also beide Versionen noch da. Das ist meine. Das sind glaube ich 4 Discs. Ne, sogar 5 CDs drin. Von Sunsoft und Arcclaim. Mega geiles Game. So ein Rätselspiel. Ganz ruhig, aber mega geile Grafik. So, dann geht's weiter mit Akte X, The X-Files. Habe ich damals auch mit meiner Schwester zusammen gespielt. 4 CDs. Auch mega geil. Habe ich auch noch ein Lösungsbuch mir damals geholt. Auch schöne Grafik und so. Und auch nicht sehr leicht. Ist ab 12 Jahren. Aber mega gutes Spiel. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Dann ein Spiel, was ich mit meiner Schwester und ihrem damaligen Mann zusammengespielt habe, beziehungsweise Freund und heutigen Ex-Mann. Heart of Darkness. Mega geiles Game. Auch lustige Grafik. Kann ich auch nur empfehlen. Und dann das Spiel von meiner Schwester, was ich auch mit ihr und ihrem Mann damals gespielt habe, ist Metal Gear Solid. Mega geil. Das hier ist die US-Version. Hatten wir damals zusammen gespielt, 2 CDs. War schon geil, da musste da rumschleichen. Durfte keinen Krach machen. Boah, war schon geil. Sich da lang zu schleichen und dann die Leute da zu killen. Kann ich auch nur empfehlen. Habe ich jetzt auch für die Switch alle Teile. Also Compilation. Dann Diablo 1. Auch mega geil gewesen. Kann ich auch nur empfehlen. Ist jetzt auch von Retro-Jojo. Habe ich mir abgeguckt. Meine Version habe ich damals leider auch verkauft. Aber das habe ich auch 2-3 Mal oder so durchgespielt. Finde ich heute noch am besten den Teil. Von allen. Und den dritten Teil habe ich letztens gespielt. Was ist letztens? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr gespielt, bevor der vierte rauskam. Den habe ich mir noch nicht geholt. Dann stellvertretend der 8. Teil von Final Fantasy. Auch geil. Habe ich auch die ersten 8-9 Teile oder 10 Teile mit meiner Schwester gespielt. Ist jetzt auch die US.
Und wieder ging die Kamera aus. Ich musste irgendwas umstellen. Habt ihr noch nicht so lange. Auf jeden Fall hier Final Fantasy 8. Leider fetter Kratzer drauf. Aber trotzdem geil gemacht hier. US-Version. Viel schöner als die deutsche. Muss ich sagen. Also Innencover. Schon cool. Aber meine Schwester ist leider nicht sehr pfleglich damit umgegangen. Das waren jetzt die 20 bzw. 20 Plus Teile, die mir auf PlayStation 1 geprägt haben oder wie man das auch nennen will. Die mich zu PlayStation gebracht haben sozusagen. Also die Konsole lieben gelernt haben, sagen wir es mal so. Ja, das war jetzt der vierte, fünfte Versuch, das Video aufzunehmen. Ich hoffe, dass ich gleich alles dann zusammenschneiden kann. Nicht, dass da Sachen gelöscht worden sind. Ich muss mal sehen, dass die Kamera auch mal länger läuft. Naja, auf jeden Fall bin raus. Euer Küstenschnee. Bis demnächst. Bye, bye.